Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror 2, wo wir immer noch auf dem Boot sind. Und hier ist ja der Tresor, wo so Himmelsrichtungen als Lösung quasi fehlen. Und wir haben hier dieses Bild, wo diese durchsichtige Folie drauf Das passt. könnte passen. Mal sehen. Ja, genau, da kümmern wir uns jetzt mal drum. So, ich nehme an, wir müssen irgendwie die Route vervollständigen. So, hier muss ja auf jeden Fall irgendwas Kleines dazwischen. Seht ihr das? Hier sind diese zwei Striche. Da könnte ja zum Beispiel der Strich. Nee, passt nicht so ganz, ne? Ah, da, guck mal, da ist ein Kreis drum. Das heißt, das ist wahrscheinlich das Ende. Das ist Eldorado. Und da kommt man hin. Vielleicht hier, wenn wir die. Ja, schaut mal. Das sieht nicht schlecht aus, oder? So, jetzt ist. Huch! Ey, Die nicht Folie passt wegmachen! perfekt. Sie zeigt einen Weg um die Südspitze von Afrika. Die Reiseroute ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Kannst du das bitte nochmal sagen? Südost? Süd. Moment, Das Bild nochmal. muss zusammen mit der Folie die Lösung für den Safe liefern. Die Route ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Okay, ich glaube, ich hab's. Wir starten mit Südwest, ne? Also zeig mal. So, als erstes Südwest, dann Süd, dann Südost, dann Ost, dann Nordost und dann Nordwest, glaube ich. Und? Hat's geklappt? Das war die richtige Yes! Kombination. Und was ist drin? Ein Ring. Ein Ring mit einem auffälligen Symbol drauf. Sieht irgendwie keltisch aus. Ein Baum oder sowas. Das hilft mir aber nicht weiter. Oh, und eine Eine 3,5 Speicherkarte. Zoll Diskette. Beschriftet ist sie mit Biddeford und dem Datum von heute. Das sieht schon eher nach einem Hinweis aus. Ich sollte mir den Inhalt gleich hier ansehen. Wenn die Diskette keine entscheidenden Informationen enthält, muss ich halt weitersuchen. Aber so oder so sollte ich mich beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Boris an Land bleiben wird. Ja, das stimmt, ne? Du hast ja auch nichts mitgenommen. Also, außer natürlich einen gefährlichen Kuli und ein paar Scheiben Brot. Ich wette, dieser Ring wird wichtig. Falls wir noch nach Black Mirror kommen, dann muss der bestimmt irgendwo reingesteckt werden und dann öffnet sich irgendein Schloss oder Mehr so. ist nicht drin. Okay, der Tresor ist also jetzt uninteressant. Na, dann stecken wir doch mal die Diskette in den Laptop. Und? Mist. Was ist denn jetzt los? Der Akku Strom ist leer. alle. Und auf dem Schiff ist kein Strom. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Ja, das dachte ich mir ja schon, dass das kommt. Hier unterm Sitz ist ja der Notgenerator. Da gucken wir mal. So, schmeiß den mal an. Sehr gut. Aha, völlig trocken. Ich muss Sprit nachfüllen. Haben wir Sprit? Wir haben eine Mappe. Ein Foto, ein Brief. Ist hier noch irgendwas? Laptop? Nee, dann ist bestimmt auf dem Deck irgendwo was. Zeig mal. Ach ja, hier die Kiste. Ah ja, ich erinnere mich. Entschuldigung, das hatte ich fa fast vergessen aus der letzten Folge. Hier war Hier war doch ja der irgendwo. Kanister, genau. Ja, ein Benzinkanister. Greif den dir mal und dann ab wieder nach unten. So, ich hoffe, hier passiert nichts, während wir weg sind. Nö, alles gut. Ein bisschen Angst ja, dass der Typ jeden Moment kommt und uns irgendwie wieder mit einer Waffe bedroht oder so. Wir wurden in diesem Spiel schon zu oft mit Waffen bedroht. So, passt das jetzt? In Ordnung. Bereit für den nächsten Versuch. Na dann, let's go. Ah, die Lichter gehen auch wieder an. Sehr gut. Aber auch ziemlich laut. Hoffentlich hört niemand das Geräusch an Land. Ach Quatsch. Komm, direkt mal den Laptop und dann die Diskette durchsuchen. Mal Irgendwas wird da sehen, ja ob der drauf Inhalt der sein. Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Krankenakte Mrs. Michaels? Was zum? Miss Rebecca?
an Händen, Armen, Beinen, Rückenfraktur, angebrochene Halswirbel, blablabla. Aufgrund einer Sturzverletzung? Dieser Eintrag ist von 1973, kurz nach dem Autounfall. Oder besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der kranken Akte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit in England? Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina. Hey, Fullers Laden. Da steht jemand im Schatten. Es ist Mr. Biber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Laden. Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Biber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Oder mir? Guten Abend, Mr. Michaels. Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Was wollen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum! Scheiße! Scheiße! Ach, ich soll jetzt was machen? Nein! Moment, du musst mir doch Bescheid sagen, Spiel, wenn ich was machen muss. Okay, alles klar. So, Mr. Biber hat also tatsächlich Fuller ermordet. Das tut mir fast leid, ne? Die arme Mrs. Biber. Also das will ich eigentlich so nicht, aber naja, gut, wie dem auch sei. Und er verfolgt unsere Mutter. Übrigens, sehr telling, Darren, dass du erstmal so, aber meine Mutter, egal, erstmal kümmere ich mich über dieses random Mädchen, das ich vorhin getroffen habe. So, wie es scheint, gibt es in diesem Spiel automatische Speicherstände. Das heißt, wir müssen nicht alles nochmal spielen. Freut mich natürlich sehr. Oh, wie peinlich. Jetzt seht ihr, wie bescheuert ich meine Speicherstände alle benannt habe. Naja, macht nichts. Okay. Ja, wir haben ihn erstmal K.O. gehauen und ja, eigentlich würde ich die kleine Reise mit ihm fast machen. Also ich weiß, er will uns vermutlich nichts Gutes, ne? Aber ich würde halt gerne erfahren, was er vorhat. So, dann schauen wir doch mal. Ja, lade das mal bitte. Und dann, so, was könnte ich denn machen? Das Foto, den Seitenschneider, ich könnte ihn fotografieren. Huch. Okay. Vielleicht sollte ich doch erstmal probieren, mit ihm zu reden. Wir fangen nochmal von vorne an. Können wir nicht darüber reden? Nein. Doch, bitte. Nein! Der ist aber auch juckend am Abzug, ne? So, Reginald Boris, was haben wir noch? Ah, wir haben hier dieses Paddel. Kann ich ihm eine Paddel? Nein, okay. Kann ich ihn vielleicht ablenken irgendwie? Wir müssen doch irgendwas dabei haben. Hier, ich mache ein Foto. Der Blitz wird ihn ablenken. Sag mal, Spiel, was willst du eigentlich von mir? Okay, wisst ihr was? Ich schneide es jetzt zusammen. Ihr müsst ihn ja nicht immer wieder sterben sehen. Ihr seht jetzt den Versuch, bei dem es klappt. Okay? Bis gleich. Ah, schaut mal, das... Okay, ja, jetzt ist er abgelenkt und jetzt das Paddel. Okay, boah, das hat gedauert. Man kann da irgendwas anklicken. Das wurde einfach nicht gezeigt. Okay, am selben Abend. Oh. Es war wirklich mutig von dir, dich mit dem Kerl einzulegen. Naja, eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt haben. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mehr gab das Boot nicht her. Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Und wenn du jetzt alleine zurück nach England fliegst, wer soll dann auf dich aufpassen? Oh,
Es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Ich wünschte trotzdem, du würdest hierbleiben. Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen kannst du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann noch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris, über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin doch Historikerin. Es ist mein Leben, in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Darren. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Ach ja, endlich blüht die Romanze. Der große Held von Angelina hat sie gerettet. Ein paar Tage später. Darren? Mhm. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rübergehen. Meine Mom! Oh, ich darf? Ja, dann wollen wir doch direkt mal gucken, wie es meiner Mom geht. Ich habe natürlich immer noch das Brot dabei, warum auch immer. Hoffentlich ist ihr nichts passiert und Angelina ist weg und wir haben vorher nochmal schön rumgemacht. Ich weiß nicht, die Angelina ist mir immer noch suspekt. Also entweder sie ist mir suspekt oder ich habe ein Wörtchen zu reden mit den Spieleentwicklern, weil ich die so head over heels über ihn. Ich weiß nicht. Naja, aber das habe ich ja schon mehrmals gesagt, das wisst ihr ja. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Mom, das ist wichtiger. Mr. Michaels, der Arzt möchte Sie sprechen. Ist irgendwas passiert? Gehen Sie doch bitte einfach durch. Oh, das ist nicht gut, wenn die Schwester mir nichts sagen Gehen will. Gehen Sie doch bitte einfach durch. Okay, mache ich. Klar, ist hier noch irgendwer? Ist der Wachmann da? Nee, keiner da. Na gut, dann... Wo ist sie? Nanu? Darren, ich... Wo ist meine Mom? Deine Mom ist... Das Herz deiner Mom hat heute Morgen versagt. Was? Nein, das... Es tut mir wirklich sehr leid. Mom. Nein. Hallo. Hier ist Rebecca Michaels. Ich bin zurzeit leider nicht zu Hause. Hinterlassen Sie mir doch eine Nachricht, dann werde ich zurückrufen. Darren? Darren, bist du da? Er ist hier, Darren. Reginald Boris ist hier. Ich bin nach Willow Creek gefahren. Ich konnte nicht widerstehen. Verzeih mir bitte. Ich habe einiges über diesen Ort herausgefunden. Hier scheint es so etwas wie eine Verschwörung zu geben. Und ich glaube, Reginald Boris gehört dazu. Ich habe ihn heute gesehen. Und jetzt... Nein, nein, gehen Sie! Da! Darren, hilf mir! Hallo? Hallo! Angelina! Kapitel 3. Von Biddeford, Maine. Ja, jetzt fliegt er doch nach England. Willow Creek. Aufwachen, wir sind da!
Das ist es also. Das einzige Hotel in diesem gottverlassenen Ort. In London musste ich in den Zug umsteigen und dann noch einmal 45 Minuten im Taxi sitzen. Ich bin hier mitten im Nirgendwo. Das Dorf Willow Creek liegt ein Stück die Straße runter. Aber ich sollte mich erst einmal hier umsehen. Angelina muss in diesem Hotel eingecheckt haben. Ja, praktisch, dass es nur eins gibt. Und wir haben einen süßen Rucksack dabei, der ist cool. Ach, oh Gott, das mit seiner Mom, das ist ja schrecklich. Und der hat von Zombies geträumt, oder? Ich habe da Zombies gesehen. Und also wenn es in diesem Spiel Zombies gibt, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn die Mom irgendwie zombifiziert wird. Also das wünsche ich ihm wirklich nicht. So, ja, dann hat uns ja auch nichts mehr aufgehalten, Angelina retten zu gehen. Sie schien ja auch wirklich in Not zu sein. Ich hoffe, der passiert nicht auch noch was. So, was steht denn im Tagebuch? Hier, der neueste Eintrag. Mom ist tot. Ganz plötzlich hat sie aufgegeben. Die Ärzte haben sie gehen lassen. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, aber ein echter Schock ist es auch nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Aber wie im Leben fühle ich mir auch im Tod nicht so nahe, wie sie es verdient hätte. Sie hätte einen Sohn verdient, der an ihrem Grab bittere Tränen weint. Doch meine Gedanken sind nicht bei ihr. Sie sind am anderen Ende der Welt. Willow Creek. Sie ist in Gefahr, weil sie mir helfen wollte. Warum habe ich sie da hineingezogen? Darum habe ich sie gehen lassen? Nee, warum habe ich sie gehen lassen? Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ihr... Ich werde sie finden. Auf Reginald Boris' Ring ist ein verschnörkelter Baum eingraviert. Könnte ein Siegel sein. Vielleicht auch das Zeichen irgendeiner Firma oder einer Gruppe. Ja, wer weiß. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal hier umhören. So, hier ist zum Beispiel Efeu. Kann man bestimmt dran hochklettern. Hui, der Efeu dürfte mindestens 100 Jahre alt sein. Er ist schon das gesamte Gebäude hochgeklettert. Mhm. Dann ist hier noch Schade, mehr Efeu. Schade, dass ich nicht heimlich in den ersten Stock kommen muss. Der Efeu wäre ein idealer Leiterersatz. Hab ich doch gesagt, du kannst daran hochklettern. Aber gut, noch müssen wir heimlich nirgendwo hin. Das Hotel haben wir auch gar nicht gesehen. Aber ich muss sagen, ich bin froh, wieder in Willow Creek zu sein. Hier kennen wir es doch, hier ist schön. Das Hotel kennen wir nicht, aber trotzdem. Ein großes Vogelbad aus einer Marmorimitation. Es ist mit Wasser gefüllt, aber ich sehe keine Vögel weit und breit. Na gut, es regnet ja aber auch, wie immer. Ob eine Vogeltränke in einem Land, in dem es ständig regnet, Sinn macht? Na, aber schön sieht sie schon aus. Ich kann aus. Nichts Interessantes sehen. Und das Becken ist viel zu schwer, um es zu verschieben. Stimmt, mein erster Gedanke bei Vogeltränken ist auch immer erstmal, kann ich die verschieben? So, das ist England, EU und Großbritannien, oder? Glaube ich. Da hängen drei Flaggen. England, Großbritannien und die Europäische Union. Letztere wurde bestimmt nur wegen der Touristen aufgehängt. Und ist auch voll nicht mehr aktuell, die ne? Die Flaggen sehen aus, als hingen sie schon seit Jahren dort. Ziemlich dreckig und ausgebleicht. Macht keinen sehr guten Eindruck. Aber das Hotel sieht schon echt edel aus. Also, ja, die Flaggen vielleicht nicht, aber sonst? Die Worte Gordon's Palace wurden einfach auf die Markise gedruckt. Billig. Du bist aber auch immer abfällig. Das ist sein Charme, ne? Gordon, wie die Gordons, ne? Also, die kennen wir ja. Die Markise bietet wenigstens etwas Schutz bei Regen. Trotzdem ist es unangenehm, hier draußen zu stehen, wenn innen beheizte und trockene Räume warten. War das etwa ein subtiler Hinweis, dass ich aufhören soll, mir alles anzugucken? Auf keinen Fall. Hinter den meterhohen Fenstern liegt die Lobby des Hotels. Ganz schön gewaltig für so ein kleines Landhotel. Okay, gibt's noch irgendwas? Ja, eine nasse, unbequeme und etwas schäbig aussehende Holzbank, an der langsam die Farbe abblättert. Die Bank ist nass, da setze ich mich nicht hin. Mimi, du bist doch eh nass. So, mehr gibt's jetzt leider aber wirklich nicht. Dann müssen wir wohl... Ach so, weit, können wir gehen? Ich sollte erst einmal hier im Hotel nach Hinweisen auf Angelinas Verbleib suchen. Völlig ohne Plan ins Dorf zu marschieren, erscheint mir keine gute Idee. Ja, da hast du natürlich recht. Dann gehen wir mal rein. Wir müssen ja auch einchecken wahrscheinlich. Oder hat er kein Zimmer? Hat er nur diesen Rucksack? Vielleicht, wer weiß. Oh, ein neuer Gast. Herzlich willkommen im Gordon's Palace. Mein Name ist Murray. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau, die hier abgestiegen ist. Vielleicht haben Sie sie gesehen? Ja, vielleicht habe ich das. Vielleicht aber auch nicht. Wissen Sie, das ist ein verschwiegenes Hotel. Ich kann nicht über meine Gäste sprechen. Also ist sie Gast hier? Wie ich schon sagte, ein verschwiegenes Hotel.
Okay, ja, korrekt. Ja, geradezu ausgestorben, möchte man sagen. Zurzeit ist nun mal gerade keine Saison. Es wird auch mal wieder mehr los sein. Dies ist das beste Hotel in Willow Creek. Und ein Ort mit Geschichte. Dies war einst das Sanatorium des grausamen Robert Gordon, dem Dr. Frankenstein von Willow Creek. Ach ja? Ja, ja. Er war der Onkel von Samuel Gordon, dem wahnsinnigen Mörder. Alle dachten, er wäre ein seriöser Arzt, der saubere Sir Robert. Doch in Wahrheit hat er verbotene Experimente an den Insassen des Sanatoriums durchgeführt. Üble Sache, üble Sache. Und dann dachte jemand, das wäre ein toller Ort für ein Hotel. Natürlich, natürlich. Direkt nach den Morden vor 12 Jahren kamen die Touristen in Scharen, wollten sich alles ansehen. Doch wo sollten sie übernachten? Es gab kein Hotel. Also habe ich dieses Gebäude gekauft. Die Insassen wurden natürlich direkt nach den Vorkommnissen weggebracht. Einige sind auch abgehauen. Aber auf jeden Fall hatte ich das Haus gekauft. Ich habe es renovieren lassen. Und nun ist es das beste Hotel am Platz. Wie viele Nächte wollen Sie bleiben, haben Sie gesagt? Eigentlich wollte ich nur wissen, ob Sie diese junge Dame gesehen haben. Ihr Name ist Angelina Morgan. Nun, mit Fremden kann ich nicht über Gäste reden. Wissen Sie, der Ruf des Hotels. Verstehe. Und wenn ich selber Gast im Hotel wäre, dann? Dann könnten wir natürlich einen kleinen Plausch darüber halten, wer zurzeit noch ein Zimmer hier hat. Also schön. Ein Zimmer bitte. Für, sagen wir, erstmal für 2 Nächte. Sehr gerne. Macht 90 Pfund. Was ist nun mit Angelina? Ist sie hier? Die junge Dame checkte vor einigen Tagen hier ein. Zimmer 13, direkt neben ihrem, Sir. Allerdings habe ich sie seit gestern Morgen nicht mehr gesehen. Danke. Zimmer 13, das ist hier den Gang runter? Ja, Sir. Sie selber haben Zimmer 12. Sie verstehen natürlich, dass ich sie nicht in das Zimmer der Dame lassen kann. Sie wissen ja, der Ruf des Hotels. Damit bin ich schon mal einen Schritt weiter. Angelina war hier. Vielleicht finde ich Hinweise, was sie entdeckt hat und wem das nicht passt. Na gut, mit wem sie Beef hat, das wissen wir eigentlich schon. Sie hat ja gemeint, der Reginald ist hier. Ein klassischer dunkelbrauner Ledersessel. Die Armlehnen sind etwas abgewetzt. Er hat schon bessere Zeiten erlebt. Ich muss sagen, nachdem er es gesagt hat, fiel mir auch auf, die Rezeption sieht schon ein bisschen ähnlich aus wie die aus dem Sanatorium, ne? Also hier war ja noch so ein Springbrunnen, aber der könnte natürlich außerhalb des Bildes sein. Sehe ich schon ein. Und dass der Sir Robert jetzt als Frankenstein des von Willow Creek eingegangen ist, weiß ich nicht. Na gut. Und vor allem der Hotelier, ne? Ich habe erst noch gesagt, wie vorbildlich. Aber nö, sobald man ein bisschen Geld rüberschiebt, nicht mal für die Infos, sondern einfach nur für das Zimmer, plaudert er schon alles raus. Ja, ihr Zimmer ist da, brechen Sie ruhig ein. Sie ist auch gerade nicht da, kein Problem. Wühlen Sie in der Unterwäsche. Also wirklich. Zum Ausruhen ist keine Zeit, bis ich Angelina gefunden habe. Ja, entschuldige, ich wollte ja nur was zu den Sesseln hören. So, hier ist ein Fläschchen, das wird bestimmt wichtig. Können wir bestimmt wieder irgendwen vergiften. Zeig mal. Eine Flasche mit Schnaps? Vielleicht könnte ich sie mitnehmen, wenn Murray gerade nicht hinsieht. Murray, könntest du mal kurz weggucken? Vielleicht rufe ich dich mal an. Ein altmodisches Telefon. Vermutlich soll es klassisch sein, aber wenn wir ehrlich sind, es ist alt, mehr nicht. Wen okay. Sollte ich anrufen? Nein, du sollst niemanden anrufen, nur er soll angerufen werden. Murray, können Sie mir vielleicht mal was von da hinten holen? Geht das? Ah nein, wir können noch über mehr reden. Das Sanatorium, Willow Creek, Black Mirror und natürlich Angelina. Na, dann fangen wir mal vorne an. Was können Sie mir sonst noch über Angelina erzählen? Weiß nicht. Nettes Mädchen. Schien viel unterwegs zu sein. War immer mal für ein paar Stunden weg, ging dann wieder in ihr Zimmer, ging wieder weg. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? War sie nervös? Ängstlich? Nein, eigentlich nicht. Sie schien etwas gestresst zu sein, angespannt und immer in Eile. So sind die jungen Leute eben. Haben Sie die Polizei gerufen, nachdem sie gestern Abend nicht wiedergekommen ist? Ach was, warum denn? Sie hat im Voraus bezahlt. Alles in Ordnung. Oh
Ja, alles wunderbar. Sie liegt vielleicht verblutend im Wald oder ist in der Hand von gewalttätigen Entführern. Aber sie hat ja im Voraus bezahlt. Ganz ruhig, ihr wird schon nichts passiert sein. Seit 12 Jahren ist hier absolut tote Hose. Leider. Er scheint mir wirklich kein guter Hotelier zu sein, muss ich sagen. Es ist ja auch irgendwie voll schlechte Werbung, so. Plaudert das hier alles aus. Und ja, Darren hat schon ein kleines bisschen recht, aber als ob bei einer erwachsenen Frau. Ich meine, vielleicht hat sie bei jemandem übernachtet, vielleicht kennt sie hier jemanden. Also ich würde in einem Hotel nicht erwarten, dass sie direkt die Polizei rufen, nur weil ich eine Nacht nicht wiedergekommen bin, ohne dass ich was gesagt habe. Einfach ein random Gast. So, na gut, aber wir können über noch mehr reden. Das Sanatorium zum Beispiel. Was war das früher hier für ein Gebäude, sagten Sie? Das alte Ashbury-Sanatorium. Das legendäre, das grausige, das unfassbare Sanatorium des wahnsinnigen Robert Gordon. Aha. Sir Robert war der Onkel väterlicherseits von Samuel Gordon. Er lebte im Schloss und war, natürlich wie alle Gordons, komplett verrückt. Er hat hier im Sanatorium Experimente mit den Insassen gemacht. Verbotene Experimente. Schreckliche Experimente. Und das hat niemand mitbekommen? Er hat es meistens nachts getan. Allein. Er hatte nur einen Komplizen im Dorf, Dr. Herman. Beide wurden ermordet, bevor sie bei ihren Machenschaften erwischt wurden. Aber seit ihrem Tod geschehen seltsame Dinge. Leute wollen geisterhafte Erscheinungen in den Fluren hier gesehen haben und Geräusche, die aus der Erde kommen. Schon klar. Und das steht vermutlich groß vorne auf ihrem Werbeflyer, oder? Ein paar Geister wären sicherlich gut fürs Geschäft. Nur schade, dass das völliger Blödsinn ist. Okay. Aber ich muss sagen, was mir gerade eingefallen ist, ne, wenn das hier das Sanatorium ist, ist dann nicht direkt daneben auch immer noch der Friedhof? Also, die werden die Leute ja nicht alle umgesiedelt haben. Insofern wahrscheinlich, oder? Ist das nicht ein bisschen seltsam? Obwohl, sie setzen ja sehr hart auf den Gruselfaktor. Also vielleicht gehört es auch dazu, ne? Wo ich sagen muss, dafür ist die Einrichtung schon sehr pompös, dafür, dass das hier so ein Gruselhotel sein soll. Aber na gut, wir reden mal weiter. Was können Sie mir über den Ort sagen? Willow Creek? Das ist das Nest, in dem ich geboren bin. Genau wie alle anderen, die Sie hier in der Gegend sehen werden. Niemand zieht hierher. Entweder man ist hier geboren und bleibt hier, oder man ist hier geboren und zieht weg. Die jungen Leute hält es nicht hier. Sie wollen in die Stadt. Der Ort stirbt aus. Gibt's hier was Besonderes zu sehen? Das Museum natürlich. Ich war maßgeblich daran beteiligt, es aufzubauen. Es steht sogar auf meinem Grund und Boden, den ich, naja, für eine kleine angemessene Miete verpachtet habe. Gehen Sie ins Dorf, Sie werden es nicht übersehen. Nachdem die Touristen ausblieben, haben wir es eingerichtet. Die Leute wollen schließlich etwas geboten bekommen. Erst letztes Jahr haben wir den hinteren Teil des Museums umgestaltet. Hat jetzt viel mehr Pep, war meine Idee. Die anderen Leute im Dorf haben keine Ahnung vom Geschäft. So? Man muss Geld investieren, um Geld zu machen. Und mit ein paar langweiligen Tontöpfen und Teppichen kann man keine Touristen anlocken. Stimmt's? Und womit kann man Touristen anlocken? Mit einer Show. Man muss ihnen etwas bieten. Wir haben hier 5 grausige Morde, eine alte Familie voller Wahnsinniger, einen dunklen Fluch. Daraus muss doch Kapital zu schlagen sein. Scheint bisher nicht sonderlich gut funktioniert zu haben. Leider, leider. Viele haben nicht mitgezogen, meinten, man solle die Toten ruhen lassen. So wird das dann natürlich auch nichts. Natürlich nicht. In den ersten Jahren nach den Morden sah es noch ganz gut aus. Die Zeitungen haben viel über unsere Morde berichtet. Massig kostenlose Publicity. Von überall her kamen sie, ganze Busse. Aber dann, naja, irgendwann war der Hype vorbei. Wie tragisch. Vielleicht sollten in jeder Saison ein paar Leute umgebracht werden. Dann haben sie auch wieder mehr Presse. Ja, ja, ihnen kann es ja auch egal sein. Sie haben nicht ihre ganzen Ersparnisse investiert. Aber am Ende lache ich. Es wird wieder aufwärts gehen mit diesem Ort. Ja, also ich sag mal so, ne, wir spielen ja gerade den zweiten Teil.
Insofern, wer weiß, passiert bestimmt irgendwas Berichteswertes. Also insofern, mach dir da mal nicht zu viele Sorgen, guter Mann. Wir sorgen schon für irgendwelche Flüche oder Ermordeten oder was sonst so abgeht. Wir sind ja eventuell auch Teil der Gordon-Familie, ne? Also die Mutter, da bin ich mir ziemlich sicher, dass die in dem Brand, den der Samuel gelegt hat, oder wo zumindest Samuels Frau gestorben ist, vielleicht war sie auch die Frau, wer weiß. Wie dem auch sei. So, Black Mirror, genau. Was kannst du denn dazu erzählen? Was ist das für ein Schloss da draußen auf dem Hügel? Das ist das berühmte Schloss Black Mirror. Stammsitz der Familie Gordon. Es gibt nur wenige Gemäuer hier, die eine ähnlich faszinierende und blutrünstige Geschichte haben. Wieso? Was ist dort passiert? Was nicht, müsste man fragen. Alle nur erdenklichen Abscheulichkeiten. Mord, Folter, Hexenverbrennung, dunkle Rituale, Teufelsanbetungen, alles. Ja, sicher. Und das erzählen Sie nicht nur den Touristen, um die Ecke hier interessanter zu machen. Hey, naja, ganz so schlimm ist es dort vielleicht nicht. Aber es stimmt schon, was die Leute sagen. Das Schloss ist verflucht. So viel ist sicher. Verflucht? Schauen Sie sich doch nur die Gordons an. Eine uralte Familie, die jetzt aussterben wird. Ein Schicksalsschlag folgt auf den nächsten. Allein die letzten Ereignisse. Vor gut 25 Jahren brannte es im Schloss und Master Samuel verlor seine junge Ehefrau in den Flammen. Vor 12 Jahren dann der Selbstmord des alten Gordon, ist vom Turm des Schlosses gesprungen. Danach der Mord an Robert und Samuels Selbstmord. Die letzte Überlebende Gordon ist Lady Victoria. Sie ist schon an die 90 und wenn sie stirbt, wird mit ihr eine der ältesten Familien Englands verschwunden sein. Klingt nach Pech, aber nicht unbedingt nach einem Fluch. Doch, das Schloss ist verflucht. Es macht die Leute wahnsinnig. Wie erklären Sie sich sonst, dass ein Gordon nach dem anderen durchdreht? Einige Geisteskrankheiten sind erblich. Und wenn es eine alte Adelsfamilie ist, könnte auch Inzest eine Rolle spielen. Ja, oder natürliche Radioaktivität oder vergiftetes Grundwasser. Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein Fluch, jeder weiß das. Nun, das mit dem Fluch können wir tatsächlich bestätigen. Und die arme Victoria lebt also tatsächlich immer noch. Das tut mir fast leid, ey. Was denkt die denn zu dem Hotel und den Geschichten, die der Mann hier erzählt? Aber na gut, wahrscheinlich... Ach, das tut mir wirklich leid. Wenn, also, nicht, dass sie noch lebt, das ist natürlich gut, aber wisst ihr, was ich meine? Dass das dann so ausgeschlachtet wurde und so, das muss ja schrecklich für sie gewesen sein. So, Angelinas Zimmer, stößt du? Ach, kann ich da einfach mal nachfragen? Ja, machen wir mal. Könnten Sie mir nicht doch vielleicht Angelinas Zimmerschlüssel geben? Wenn Sie mir das Hotel abkaufen und ich mich zur Ruhe setzen kann, können wir darüber reden. Und wenn ich $50 auf dem Tresen vergesse, schauen Sie sich dann draußen bei Tageslicht die hübschen Bilder auf den Schein an? Junger Mann, dies ist ein Qualitätshotel. Ich kann und werde es nicht zulassen, dass sein Ruf beschädigt wird. Es würde doch niemand bemerken. Hier ist keine Menschenseele. Ich bin nicht bestechlich und damit basta. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Er ist nicht bestechlich, sagt der Mann, der vorher noch meinte, so, ja, also wenn du hier ein Zimmer hast, könnten wir natürlich über die Leute reden, die hier sind. Also kein Problem. So, Kofferroller... Das ist so ein Ding, mit dem in größeren Hotels die Koffer transportiert werden. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es hier Pagen gibt. Ach, das macht der Murray bestimmt selber. Der ist doch sehr engagiert hier. Wenn überhaupt, wurde das Ding vielleicht in den ersten Monaten nach der Eröffnung mal benutzt. Ich möchte wetten, dass es seitdem nicht mehr bewegt wurde. Ja, ich dachte eigentlich, du schippst das mal um oder so, dass der Murray beschäftigt ist. Ich wollte ja hier die Flasche klauen eigentlich. Was haben wir noch? Andenken? Wollen wir vielleicht was kaufen? Ach du Scheiße. Billige Plastikmasken von Samuel Gordon. Messerattrappen mit blutiger Klinge. Und das Schlimmste ist, einigen meiner Mitmenschen traue ich zu, solche Dinge zu kaufen. Und was soll das sein? Aha. Der Original-Seelenschlüssel. Beschwören Sie dunkle Mächte und jagen Sie Ihren Lieben einen Schrecken ein. Leuchtet in 3 verschiedenen Farben. Gruselige Soundeffekte. Höllenspaß. Batterien sind nicht enthalten. Ich fasse es nicht. Den hätte ich gerne. Bevor ich diesen Plastikmüll aus China kaufe und damit so ziemlich alles Schlechte in dieser Welt auf einmal unterstütze, fällt mir eher die Hand ab. Ich dachte, du machst ihn an, um den anzulenken. Bevor ich diesen Plastikmüll... Nee, okay. Und was soll das sein? Leuchtet in 3. Das ist dasselbe. Na gut, eine Postkarte vielleicht.
Ein Ständer mit geschmacklosen Postkarten für Touristen, wie es scheint. Sie zeigen Bilder aus dem Dorf oder blutige Messer. Hier ist eine mit einer schreienden Frau. Willow Creek, ich war dort und habe es überlebt. Willow Creek lässt dir das Blut gefrieren. Willow Creek, Heimat der Mörder. Nicht zu fassen. Mit den meisten Postkarten kann ich nichts anfangen. Aber hier... Hier ist eine mit einer gezeichneten Karte der Umgebung. Die Mordschauplätze von vor 12 Jahren sind eingezeichnet. Ich könnte die Karte zur Orientierung benutzen. Ich nehme sie mit. Ohne zu bezahlen, versteht sich. Ich setze es Ihnen auf die Rechnung. Ah nein, okay, macht er. Ich wollte schon sagen. So, noch mit was? Mit den anderen Postkarten kann ich nichts anfangen. Schon schlimm genug, dass ich mit dem Kauf der Landkarte Murrays Geldmacherei unterstützt habe. So, dann gucken wir doch mal nach den Mordplätzen. Eine Karte der Gegend, um... Solange ich überhaupt keine Spur habe, sollte ich mich lieber erst einmal hier umsehen. Hier war sie auf jeden Fall. Im Dorf vielleicht nicht. Okay, na gut. Schade. Ich hätte gerne einmal gesehen, ob alles drauf ist. Wir wissen ja, was da sein müsste. Hier ist noch Geschirr. Murray scheint gerade etwas gegessen zu haben. Ich schätze, er ist der einzige Angestellte in seinem Hotel. Also kann er seinen Platz hinter dem Tresen nicht einfach verlassen, um essen zu gehen. Das Messer ist noch unbenutzt. Ich pack's ein. Vielleicht kann ich's ja noch gut gebrauchen. Ja, stimmt. Ist hier immerhin ein Mörderdorf. Da ist ein kleines Buttermesser natürlich immer hilfreich. Vermutlich ist es Geschirr, das eigentlich für die Gäste bestimmt war. Ich kann da nichts Besonderes erkennen. Ich möchte auch mal erwähnen, die Flasche können wir nicht nehmen, ohne dass er abgelenkt ist, aber das Messer schon. Ach so, doch. Hätte man einfach nochmal klicken müssen. Voila. Eine Flasche mit Alkohol. Hättest du doch mal was gesagt. Okay, wir haben jetzt also echten Alkohol, wie wahre Bösewichte. So, zu den Zimmern. Hier ist das Schlüsselbrett, da gucken wir mal. Einer der Schlüssel gehört zu Angelinas Zimmer. Nummer 13 ist es. Aber ich komme nicht an die Schlüssel heran, solange Murray hinter dem Tresen steht. Ja, den lenken wir später ab. Schließfächer sind hier auch noch. Eine ganze Reihe altmodischer Schließfächer. Obwohl sie nur aus Holz sind, dürften sie nur schwierig aufzubrechen sein. Das klingt fast, als bräuchten wir da später noch was draus. Na gut, dann gehen wir doch mal zu den Zimmern. Ah ja, das sieht hier tatsächlich genauso aus wie Raum 13. Das ist Angelinas Zimmer. Wie in Black Mirror 1, wollte ich sagen. Hier, wisst ihr noch? So. Und das ist mein Zimmer. Die Nummer 12. Ich werde erst einmal diesen Rucksack loswerden. Dann muss ich irgendwie in Angelinas Zimmer kommen. Okay, mach das. Können wir uns sein Zimmer auch gucken? Nein? Ach, gleich viel besser. Das stimmt, so einen Rucksack zu tragen ist wirklich blöd. Aber wisst ihr noch, hier haben wir den Arzt unter Strom gesetzt. Hier war die Zelle, ne, mit dem Kriechgang. Hier war der Mann, dem wir seine Puppe repariert haben. Das ist mein Zimmer. Wie alle Zimmer hier eine umgebaute Zelle. Es wirkt nicht sehr freundlich und alles ist etwas ungepflegt. Abgesehen vom Preis ist hier nichts First Class. Kann ich da nicht reingucken? Solange ich Angelina nicht gefunden habe, werde ich mir kein Nickerchen gönnen. Ja, aber vielleicht könntest du ja durch Fenster, an ihr Fenster, wobei das hatte keine Fenster, ne? Aber trotzdem, ich hätte es gerne gesehen. Oh, hier ist die Wand. Seltsam. Die Wand sieht nicht so aus, als gehöre sie hierhin. Sieht provisorisch aus. Dahinter ist es ziemlich dunkel. Es sieht so aus, als sei der Gang dort einfach noch nicht renoviert worden. Naja, vielleicht hatte er kein Geld mehr oder so, wer weiß. So, aber ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge von Black Mirror 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!